Ja, ich durfte heute dabei sein bei dieser Auftaktveranstaltung. Alles auf Startup war für mich grandios. Die Leute zu sehen, hier die Dynamik zu sehen von Leuten, die was bewegen wollen, die Herzblut haben, sich reinhängen, auch Mut haben zu scheitern, ja. Aber einfach auch in dieser Community, was sich hier die Leute getroffen haben, zu spüren, da ist eine Szene. Da ist auch eine Szene im Agrarbereich, ja, die was neue Ideen hat und die was gründen wollen. Selber angesteckt, auch ein bisschen zurückerinnert an meine eigene Geschichte, wo wir auch vor Jahren ein Startup gegründet haben und uns mit gefriergetrockneten Produkten auseinandergesetzt haben. Sie sind selber Landwirt, Schweinebauer, ja, haben damals Schweine gemästet und da war der Weg von Gefriertrocknung, also von Schweinen zur Gefriertrocknung, relativ weiter, aber auch da das Herzblut dabei gehabt und einfach ein neues Produkt kreiert. Rausgekommen ist sowas hier, ja, gefriergetrocknete Früchte, eigentlich Obst ohne Wasser, 0%, hält 10, 15, 20 Jahre. So lange soll es gar nicht halten, das essen die Leute, das ist zum Knappern, ist einfach ein hochveredeltes Produkt, das wir in der Landwirtschaft herstellen und das einfach sehr einen hohen Convenience-Charakter hat. Ja, für mich toll, ich hoffe es geht weiter hier, gibt gute Ambitionen, dass die Leute weitermachen. Ich hoffe wieder hier bekannte Gesichter beim nächsten Mal zu sehen.